So, was Sie hier sehen, ist eine typische Gliederung einer Bilanz. Links die Aktiva, rechts die Passiva. Und damit Sie sich unter den einzelnen Posten etwas vorstellen können, gehen wir die einfach jetzt nach und nach durch. So, wir haben jetzt, wir schauen uns erstmal die einzelnen Posten der Aktivseite an. Das Anlagevermögen zuerst. Zum Anlagevermögen zählen gemäß HGB immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen. Die bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Also hier geht es um langfristige Güter, Vermögensgüter. Dabei sind immaterielle Vermögensgegenstände nicht physisch fassbar. Das steckt in dem Wort drin, immateriell, man kann es nicht anfassen. Jedoch entsprechend der Definition des Vermögensgegenstandes ein selbstständig veräußerbares Recht. Man kann es nicht anfassen, aber man kann es trotzdem verkaufen. Und zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören so Sachen wie Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzen, der Geschäfts- oder der Firmenwert und geleistete Anzahlungen in diesem Zusammenhang. Eine Konzession ist dabei ein behördlich verliehenes Recht zum Betrieb bestimmter Anlagen. Gewerbliche Schutzrechte sind sowas wie Patente, Markenrechte, Verlagsrechte, Erfindungen, Urheberrechte, Brenn- und Baurechte, Rezepturen und Verfahrensrechte. Und der Geschäfts- oder Firmenwert, manchmal auch als Goodwill bezeichnet, ist der über den Substanzwert eines Unternehmens hinausgehende Wert. Ist nicht so wichtig in unserer Betrachtung. Gehen wir einfach weiter zum nächsten Aktivposten, das sind die Sachanlagen. Zu der Position der Sachanlagen zählen bebaute und unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, technische und andere Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geleistete Anzahlungen zum Erwerb von Sachanlagen sowie Anlagen im Bau. Dann haben wir als dritten Punkt auf der Aktivseite noch die Finanzanlagen. Finanzanlagen dienen nur mittelbar dem Betriebszweck und zählen genau dann zum Anlagevermögen, wenn es sich um langfristige Anlagen handelt oder wenn diese Anlagen Ausdruck von Eigen- bzw. Fremdkapitalbeziehungen zwischen Unternehmen sind. Zu den Finanzanlagen zählen zum Beispiel Anteile an verbundenen Unternehmen, also Eigenkapitalanteile, Ausleihungen an verbundene Unternehmen, also Kredite an Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Wertpapiere, zum Beispiel Schuldverschreibungen oder fremde Aktien. Bei Finanzanlagen wird auch davon ausgegangen, dass ihre Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist. Also hier geht es um langfristige Anlagen. Gehen wir zum nächsten Posten weiter, dem sogenannten Umlaufvermögen. Obwohl es keine handelsrechtliche legale Definition von Umlaufvermögen gibt, können wir trotzdem allgemeingültig festhalten, dass dass zum Umlaufvermögen genau die Vermögensgegenstände zählen, welche nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Okay? Das heißt, sie sind ein bisschen kurzfristiger angelegt. Dazu gehören insbesondere Vermögensgegenstände, welche zum Verbrauch, zur Veräußerung oder zur sonstigen Einmalnutzung vorgesehen sind. Hierzu gehören Vorräte, Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere und liquide Mittel. Zum Vorratsvermögen gehören Vorräte. Zum Vorratsvermögen zählen Vermögensgegenstände, die zur Be- oder Verarbeitung, zum Verbrauch oder zur Veräußerung bestimmt sind. Dazu zählen Rohstoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse, unfertige Lieferungen und auch die fertigen Erzeugnisse und Waren und auch geleistete Anzahlungen in diesem Bereich. Die Position Forderung und sonstige Vermögensgegenstände wird in Forderung gegen verbundene Unternehmen und in Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie in sonstige Vermögensgegenstände unterteilt. Der wichtigste Teil im alltäglichen Gebrauch ist hier dieser Punkt: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das ist nämlich, wenn wir etwas verkaufen und eine Rechnung ausstellen und nicht sofort die Bezahlung erhalten. Dann haben wir eine Forderung gegenüber dem Kunden, dass der uns irgendwann bezahlt. Okay? Das ist der wichtigste Punkt hier. Haben wir noch den Punkt Wertpapiere. Dabei sind Wertpapiere des Umlaufsvermögens solche Wertpapiere, die nicht zum Anlagevermögen zählen. Ne? Denn wir hatten ja auch hier Finanzanlagen, da waren auch Wertpapiere drin, aber das war eben langfristig. Und das hier ist kurzfristig.
Also Wertpapiere zur kurzfristigen Geldanlage oder Liquiditätsreserve. Als letzten Punkt haben wir noch die Zahlungsmittel. Das sind so Sachen wie Schecks, Kassenbestände, Bundesbankguthaben oder Guthaben bei Kreditinstituten, also unser Kontostand bei der Bank. Das sind liquide Mittel bzw. Zahlungsmittel. Der letzte Punkt auf der Aktivseite sind die sogenannten Rechnungsabgrenzungsposten, ganz wichtig. Wir haben ja als ein Grundprinzip der Bilanzierung kennengelernt die periodengerechte Abgrenzung. Das heißt, ein Geschäftsvorfall muss vom Aufwand oder Ertrag her in dem Jahr bilanziert werden, in dem der Geschäftsvorfall ist, erfolgswirksam ist und nicht in dem Jahr, wo die Zahlung fließt. Und in der Position der aktiven Rechnungsabgrenzung werden solche Vorfälle erfasst, bei denen die Ausgabe vor dem Bilanzstichtag und damit verbundener Aufwand aber erst nach dem Stichtag anfällt. Okay? Das wäre sowas wie eine Lohnvorauszahlung, bei der der Arbeitnehmer im Dezember des Vorjahres schon den Lohn für den Januar enthält. Das wäre ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten. Schauen wir uns jetzt die Passivseite an. Die Passivseite der Bilanz setzt sich gemäß HGB aus Eigenkapital, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen. Dabei ist das Eigenkapital definiert als die Differenz zwischen Vermögen und Schulden. Während bei Einzelunternehmungen, OHGs oder KGs, in der Bilanz das Eigenkapital lediglich gesondert ausgewiesen werden muss, muss das Eigenkapital bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, so wie hier, untergliedert aufgelistet werden, nämlich einmal gezeichnetes Kapital, das ist das Kapital, auf welches die Haftung der Gesellschafter gegenüber Gläubigern entfällt. Das ist das, was man bei einer GmbH Stammkapital nennt oder bei der AG Grundkapital. Dann haben wir hier die Kapitalrücklagen. Das sind alle über den Nennbetrag hinausgehenden von außen zugeführten Einlagen. Das sind Kapitalrücklagen. Und bei gesetzlich genau festgeschriebenen Tatbeständen sind Kapitalgesellschaften verpflichtet, die Einlagen ausschüttungsgesperrt auszuweisen. Das heißt, die können das nicht einfach ausgeben in manchen Fällen, sondern das ist einfach gesperrt. Das ist einfach so eine Kapitalrücklage, an die man nicht ohne weiteres dran darf. Dann gibt es noch die sogenannten Gewinnrücklagen. Aus dem Geschäftsergebnis dürfen Rücklagen gebildet werden, welche der Selbstfinanzierung dienen. Das können gesetzliche Rücklagen sein oder satzungsgemäße Rücklagen. Also gesetzliche Rücklagen sind welche, zu denen man gesetzlich verpflichtet ist, die zu bilden. Satzungsgemäße Rücklagen sind solche, zu denen man verpflichtet ist, laut Satzung der AG oder der GmbH. Dann gibt es noch Rücklagen für eigene Anteile oder andere Gewinnrücklagen. Dann gibt es noch den sogenannten Posten des Gewinn- oder Verlustvortrags. Wenn die Haupt- bzw. die Gesellschafterversammlung beschlossen hat, einen Teil des Gewinns oder des Verlustes in das nächste Jahr zu übertragen, dann erscheint diese Summe in dem sogenannten Gewinn- oder Verlustvortrag. Schließlich haben wir noch den Jahresüberschuss bzw. Fehlbetrag. Das ist der in der aktuellen Abrechnungsperiode festgestellte Jahresüberschuss, also Gewinn, oder Fehlbetrag, also Verlust, und erscheint in einer gleichnamigen Bilanzposition. Und dieser Betrag stimmt überein mit dem Ergebnis aus der Gewinn- und Verlustrechnung, die wir gleich noch ausführlich behandeln. Gehen wir weiter auf der Passivseite. Okay, da stand es. Ist meine Animation durcheinander gekommen. Gehen wir weiter auf der Passivseite. Auf der Passivseite haben wir auch noch das Fremdkapital. Das ist jetzt in dieser Tabelle jetzt nicht extra beschrieben gewesen, deswegen habe ich es dazu gemacht. Das Fremdkapital besteht aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Rückstellungen sind gemäß HGB dem Verpflichtungsgrund und der Höhe nach ungewisse Verpflichtungen aus Rechtsbeziehungen mit Dritten, beziehungsweise solche Aufwendungen, die der abgelaufenen Periode zuzurechnen sind, aber erst später zu Ausgaben führen. Okay, das sind einfach Sachen, von denen wir wissen, da könnte es sein, dass wir da irgendwann Geld aufwenden müssen,
aber wir wissen nicht ganz genau, wie viel. Und dafür werden Rückstellungen gebildet. Das heißt, das ist sowas wie Pensionsrückstellungen. Da wissen wir auch nicht genau, wie viel in 20 Jahren zu zahlen sein wird. Steuerrückstellungen. Wir wissen auch nie genau, wie viel Steuern wir zahlen, nachzahlen müssen. Und es gibt noch die sonstigen Rückstellungen. Okay, das ist vielleicht für sowas wie eventuelle Rechtsstreitigkeiten, wo man auch nicht genau weiß, wie viel man nächstes Jahr vielleicht zu zahlen hat. Und für alle Unternehmen sind Rückstellungen nur für ganz bestimmte Zwecke zulässig, damit es nicht missbraucht werden darf. Sorry. Und die einmal gebildete Rückstellung darf nur aufgelöst werden, wenn der für ihre Bildung maßgebliche Grund weggefallen ist. Zum Beispiel bei Steuerrückstellungen. Bei Steuerrückstellungen, die für die voraussichtlich zu zahlende Steuer gebildet wurden, die dürfen nur dann aufgelöst werden, wenn deren tatsächliche Höhe durch das Finanzamt festgesetzt wurde. Dann haben wir noch die Verbindlichkeiten auf der Seite auf der Passivseite, auch als Unterpunkt bei dem Fremdkapital. Schulden, die der Höhe und dem Grund nach eindeutig festgeschrieben sind, werden als Verbindlichkeiten bezeichnet, also genau das, also viel klarer als bei den Rückstellungen, da ist ja die Höhe ungewiss. Und werden aber auch als Fremdkapital ausgewiesen. Und schließlich haben wir noch den Punkt der Rechnungsabgrenzungsposten. Auch hier gilt, dass also hier gilt im Unterschied zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, dass diese hier gebildet werden, wenn eine Einnahme in der laufenden Periode erfolgt ist, der Ertrag aber in der nächsten Abrechnungsperiode ist. Also wenn jetzt schon Geld eingenommen wurde, aber der Ertrag, die eigentliche Leistung dann erst nächstes Jahr passiert. Okay? Und wir sind durch die ganze Bilanz.